Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Marin. Heute werden einige neue Produkte aus meinem letzten Beauty Haul ausprobiert. Das ist das Endresultat und wenn ihr sehen möchtet, wie ich diesen Look geschminkt habe, bleibt unbedingt dabei. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gern. Hier unten ist es für euch kostenlos und tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, ich bin zurück und habe euch ein bisschen näher rangenommen. Ihr seht mich jetzt komplett ungeschminkt. Das ist die nackte Wahrheit im Moment. Ich habe ziemlich viele Rötungen aufgrund der Erkältung, die ich jetzt hatte. Ich habe zwar immer Rötung, aber im Moment ist es ein bisschen doller. Zum einen ist es super warm, zum anderen habe ich ziemlich viel wirklich gelitten an den Tagen, wo ich auch Fieber hatte, deswegen auch hier so ein paar Fieberbläschen. Aber wir werden mal gucken, was wir heute alles rausholen können. Ihr seht, ich habe gar nichts auf dem Gesicht. Deshalb möchte ich mit dem ersten Produkt starten, ohne lang zu quatschen. Und zwar ist das von Maybelline Perfect der 4-in-1. Das ist dieses Make-up, was komplett alles beinhalten soll. Von Primer, Powder, Concealer, BB-Cream, ihr Base-Turn, Puder, Corrector, alles in einem. In der Farbe 02 Light Medium habe ich und das hatte ich ja gewonnen auf Instagram, habe ich euch ja gesagt gehabt, das kommt in so einer Tube daher und das möchte ich ganz gerne auftragen mit diesem kleinen Schwämmchen, das ist von meiner lieben Nadine gewesen, das hatte sie mir geschenkt, das von Ebelin, das habe ich auch nass gemacht und feucht gemacht, das fühlt sich richtig, richtig gut an, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird, ich hole mir noch einen kleinen Spiegel dazu, wir werden wie gesagt heute alle Neueinzüge, die so eingetrudelt sind, ein paar natürlich nicht alle, benutzen, so viel wie ich kann auf jeden Fall, alles andere werde ich dann im Nachhinein mit anderen Produkten korrigieren, zum Beispiel meine Augenbrauen. Da glaube ich nämlich nicht, dass das Produkt von Maybelline meine Augenbrauen hinkriegen wird. Also ich gebe das Produkt erstmal auf. Die Konsistenz ist ziemlich fest, würde ich sagen. So ein bisschen mussig. Da steht aber auch auf der Verpackung drauf. Whipped Matte Make-up. Ziemlich mussig sieht das aus. Ihr seht das auf jeden Fall nicht flüssig. Das ist, ich denke, auch kein Produkt, was ihr gut benutzen könnt, wenn ihr sehr trockene Haut habt. Ich denke, das ist echt eher was für eine Mischhaut, weil ja auch matt draufsteht. Das werden wir jetzt erstmal auftragen. Ich nehme erstmal dafür die untere breite Seite. Und ja, es ist definitiv am Ende wie eine Mousse. Ihr könnt das ganz gut erkennen. Mit der Farbe bin ich gespannt. Ich hatte es ja geswatcht. Ich glaube, es könnte funktionieren, auch wenn ich ein bisschen gebräunt bin. Aber wir werden einfach mal schauen. Ja, lässt sich natürlich jetzt ein bisschen schwieriger auftragen aufgrund der Konsistenz. Ich bin zurück, meine Lieben, und leider seht ihr, ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht, also ich sehe nur einen minimalen Unterschied. Definitiv hat es einen mattierenden Effekt gehabt, das kann ich schon so sagen, aber es ist auf meiner Haut hin und her gerutscht. Seht ihr das auch nochmal? Es ist so hin und her gerutscht, also auf gar keinen Fall irgendeine Deckkraft. Da steht zwar drauf, dass es eine leichte Deckkraft haben soll, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe so gut wie gar keine Deckkraft, also... Es hat minimal meine Haut abmattiert. An den Augen hat es irgendwie gar nichts bewirkt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dann irgendwann auch die Finger genommen, weil der, mit dem Schwamm hat es irgendwie gar nicht funktioniert. Und hier sieht man das ganz gut, glaube ich, dass sich das so abgesetzt hat. Ja, also das Produkt ist für mich durchgefallen. Hat leider nicht gut funktioniert. Ich werde es nochmal vielleicht an einem anderen Tag nochmal ausprobieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, also auf jeden Fall hatte es so einen Primer-Effekt, das schon. Aber es hat jetzt irgendwie gar nicht kaschiert, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das anders beurteilt, aber für mich hat das jetzt nicht wirklich funktioniert. Es steht ja sogar auf der Verpackung drauf, dass das am Blurring-Effekt haben soll. Das kann schon sein. Also sofort perfektionierter Matt-Look, verfeinert optisch Poren, mattiert, kaschiert, schenkt einen ebenmäßigeren Teint. Ebenmäßiger. Nicht wirklich. Es hat die Poren auch nicht, finde ich, glatter gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Ihr könnt das vielleicht jetzt nicht richtig sehen. Es hat sich teilweise in die Poren reingesetzt. Also, ja. Funktioniert auf jeden Fall nicht so gut mit meiner Haut. Vielleicht mit einer Haut, die nicht ganz so problematisch ist, weniger Rötung hat, dann ja. Aber für mich jetzt, muss ich sagen, hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen Concealer auftragen und werde dann zurückkommen mit dem neuen Puder zum Abmattieren. Ja, meine Lieben, Concealer ist drauf und ja, das ist jetzt auch kein starker Concealer gewesen. Ich wollte es einfach nur so ein bisschen genau abgedeckt haben. Aber definitiv ein bisschen, da ist die Deckkraft zu leicht von dem Produkt. Es hat leicht einen Blurring-Effekt gemacht. Jetzt hat sich so ein bisschen gesetzt. Das ist okay. Ist wirklich nur was für Mädels, die so eine ganz, ganz leichte Deckkraft haben möchten. Da kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten für alle Mädels, die so ein bisschen mehr möchten, ist es nicht so gut passend. Aber ja, macht eure eigene Erfahrung da. Die Farbe 02 hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, aber es ist für mich auf keinen Fall ein Produkt, was ich so als Foundation-Ersatz tragen würde. Ich würde gerne weitermachen mit dem Setten. Und zwar habe ich dafür nämlich zwei neue Puder, die ich euch heute gerne zeigen wollte, von Kiko.
Und ja, viele Mädels finden die Kiko-Produkte ja toll. Ich habe schon sehr lange nichts mehr von Kiko gekauft gehabt, bis ich in Berlin war. Und da habe ich nämlich endlich mal wieder einen Kiko-Store entdeckt. Ich wollte nicht so gern online shoppen, deswegen habe ich da mir ein paar Sachen mitgenommen. Und zwar einmal Mood Boost Perfecting Powder. Das ist dieses wunderschöne in dieser rosanen Verpackung, was ihr seht, so ein, definitiv so ein Schimmereffekt hat. Das werde ich mir jetzt als zum Setten vom Concealer auftragen. Dafür nehme ich hier mein Schwämmchen. Das mache ich sehr gerne mit diesem trockenen Schwämmchen. Ich finde, dass das bei mir ganz gut funktioniert und werde das jetzt dafür das fühlt sich sehr silky an, auf jeden Fall. Ja, das kann man definitiv gut zum Setten nehmen. Weiß nicht, was ihr sagt. Ich weiß auch nicht, ob ihr es habt vielleicht. Das könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr seidig an. Und mal gucken, hier habe ich ein bisschen gekrümelt. So, auf jeden Fall zum Setten sehr gut geeignet. Fühlt sich richtig schön seidig an. Das könnte man bestimmt auch fürs ganze Gesicht nehmen. Aber ich nehme das jetzt nur zum Setten. Denn fürs ganze Gesicht möchte ich gerne ein anderes Produkt benutzen. Das ist ein Produkt auch von Kiko. Das hatte ich auch in diesem Sale-Counter mitgenommen. Und zwar ist das A Holiday Fable Hydro Infusion Matte Powder in der Farbe 04 Honey. Das nehme ich jetzt einfach quasi als Puder Foundation Ersatz. Auf jeden Fall ein wunderschönes Packaging und auch die Prägung ist richtig schön. Ich denke, die Farbe könnte gut funktionieren bei mir. Das Ganze werde ich dann jetzt auftragen mit einem breiten Pinsel. Bin gespannt. Es ist halt einfach nur ein mattes Puder, aber ich denke mir mal, dass wir das gut zum Auftragen nehmen können. Es hat auch, glaube ich, so einen leichten Duft, wenn ich das nicht falsch vernommen habe. Auf jeden Fall fühlt sich das schon mal ganz gut an und hat einen schönen Matt-Effekt und kann man auf jeden Fall machen. Ja, Puder hat ganz gut funktioniert, hat schön abmattiert, finde ich. Ich habe es auch nicht zu doller jetzt gemacht, aber gefällt mir richtig gut, weil ich weiter benutzen hat so einen ganz dezenten Duft. Das ist aber noch in Ordnung für mich. Also ich mag ja nicht so krass parfümierte Sachen, aber das ist völlig in Ordnung, meine Lieben. Ich würde dann, bevor wir nämlich als nächsten Schritt die Augen machen, gerne die Face-Produkte zu Ende führen. Und da habe ich heute eine Palette, die ich euch gerne auch zeigen wollte. Viele haben sie wahrscheinlich sogar schon. Die Catrice Caviar Gouache Gesichtspalette, die habe ich mitgenommen. Ich habe damals die Lidschattenpalette nicht mitgenommen, aber die Face-Palette fand ich sehr interessant. Den Highlighter habe ich schon ausprobiert und auch den kleinen Blush da unten, der ist auch nicht schlecht. Ich würde jetzt gerne einmal den Bronzer ausprobieren. Ich vermute, er wird für mich zu hell sein, aber wir werden es jetzt gemeinsam austesten. Da gehe ich da mit meinem fluffigen Bronzerpinsel mal rein. Die Farbe sieht sehr, sehr hübsch aus, aber ich befürchte, dass es doch für mich ein bisschen zu hell ist. Ist ein komplett matter Bronzer auf jeden Fall. Er ist jetzt irgendwie kein Schimmer oder so mit drin. Aber die Farbe sieht sehr hübsch aus. Und ja, doch ein bisschen sieht man es, ne? Ist jetzt kein Puder, kein Bronzer, den ich sonst so benutzen würde. Aber so im kompletten Kompakt jetzt ist es schon eine schöne Farbe und kann man auf jeden Fall. Weiter mit dem Blush, was in der Palette ist. Und ich würde gerne das untere Blush nehmen. In dem Fall dieses Peachige, weil wir werden ja gleich, wie ihr schon an meinem Oberteil erkennen könnt, gleich in dieser Farbrichtung schminken. Deshalb finde ich, passt das ganz gut. Ist kein ganz dunkler Ton. Der hat auch, glaube ich, keine Farbbezeichnung. Nee, den gebe ich jetzt auf mit diesem wunderschönen Pinsel aus der Rival Limited Edition. Das war die Blooming Beauty Edition von Rival Loves Me. Ja, ich stehe halt voll auf diese Glitzerpinsel. Ansonsten mag ich die gar nicht so gerne, aber den Pinsel musste ich mir auf jeden Fall mitnehmen und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Die Pens sind jetzt nicht so groß in der Palette, deswegen muss man so ein bisschen gucken, dass ich das da ganz gut eindippe, aber ich denke, das werden wir schon hinkriegen. Ist auch immer so die Frage, wie viel gibt das Ganze ab? Ja, ist schon ziemlich dezent. Ich glaube, den werden wir gleich noch ein bisschen toppen, den Blush. Der ist schon ziemlich dezent, ja. Das gefällt mir leider nicht so gut. Ich hatte den noch nicht ausgetestet. Ich hatte den unteren einmal, nee, den hatte ich, glaube ich, ja, noch nicht ausgetestet. An sich eine schöne Farbe, aber ihr seht das, glaube ich, dass es für meinen Hautton ein bisschen zu hell ist. Ansonsten, wenn ihr heller seid als ich, wird der euch bestimmt gut stehen. Für mich ist das eine Spur zu lasch. Ansonsten ist der Ton sehr, sehr schön. Wunderschöner Ton, aber für mich ein Ticken zu hell, meine Lieben. Und jetzt ist es gerade am Regnen, aber es ist immer noch so warm durch das Gewitter, dass ich hier gerade mich auflöse.
Ich hoffe, dass wir das gut über die Bühne kriegen und dass ich dahin schmelze. Ist echt sehr warm gerade. Ich würde dann auf jeden Fall noch ein anderes Blush als Topper nehmen wollen, was auch sehr, sehr neu ist. Denn mit der Palette mache ich jetzt nicht weiter. Ich möchte einen anderen Highlighter ausprobieren gleich. Und zwar auch einen ganz, ganz neuen Blush. Das ist der aus der Rival de Loup Bright Look Edition. Das ist der in der Farbe, hat er eine Farbbezeichnung? Nee, aber der ist perfekt für den Frühling und für den Sommer. Das ist auch ein richtig schöner peachiger Ton. Den habe ich schon auch einmal ausprobiert. Ihr seht hier den ganz gut. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Blush, den wir jetzt schon aufgetragen haben. Der ist auch ein bisschen intensiver und gibt mir das dann einfach nochmal so ein bisschen als Topper drauf. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Eine wunderschöne Farbe auf jeden Fall. Der Blush hat einen ganz dezenten, ja, blumigen Duft. Das muss ich euch dazu sagen, wenn ihr das nicht so gerne mögt, dann wird der euch vielleicht nicht gefallen. Aber ich finde den Duft sehr, sehr schön, deswegen stört es mich nicht. Der ist nämlich ganz dezent. Ja, und das gefällt mir doch als Blush schon mal ein bisschen besser, meine Lieben. Auf jeden Fall auch ein wunderschöner Blush aus der neuen, ja, Bright Look LE. Und macht auf jeden Fall auch einen schönen Job. Der ist auch komplett matt, würde ich sagen. Vielleicht ganz leicht eine Schiene, aber nicht sehr viel. Als Highlighter, bevor wir dann mit den Augen endlich weitermachen, zeige ich euch heute nicht den Kaviar-Highlighter. Ich habe den gerade aus Versehen angedippt. So sieht der aus. Der ist auch sehr, sehr schön. So ein bisschen golden, relativ hell. So ein Champagnerton, würde ich sagen. Ich möchte allerdings heute einen anderen gerne mit euch zusammen ausprobieren. Ich habe ihn nämlich schon einmal ausgetestet und der ist so schön. Das ist Pillow Talk Multi Glow. Das ist dieser Glow Highlighter von, wie heißt die nochmal? Charlotte Tilbury. In der Farbe Dreamlight. Also wir sind jetzt relativ günstig gerade unterwegs gewesen. Jetzt kommt etwas teureres Produkt. Und zwar habe ich mir das ja auch in Berlin mitgenommen, weil ich das unbedingt haben wollte. Die Farbe Dreamlight ist die dunklere Variante. Jetzt kriege ich es nicht auf. Und der ist ja auch so ein bisschen Glitter und so mit drin. Aber die Farbe ist so schön. Den werden wir jetzt auftragen. Da gehe ich mit einem, ja, ganz normalen Pinsel rein und ich werde das Ganze jetzt einfach so swirlen. Also ich gehe jetzt einmal so komplett da rein und drehe das einmal so rum, dass ich von allem ein bisschen auftrage. Ja, ist auf jeden Fall so ein bisschen Oversprayed, da ist so das Glitzer nur oberflächlich. Klopfe mir das ab und dann gebe ich mir den da drüber, weil ich denke, der passt auch ganz gut dazu. Der hat einen relativ dunklen Schimmer. Wenn ihr so mittlerer Hautton seid, wird er euch gut stehen, denke ich. Ansonsten, der andere war mir halt zu hell, weil der sehr rosastichig war. Aber die Farbe fand ich sehr, sehr hübsch und hat auf jeden Fall einen dezenten Glow. Man kann damit natürlich auch schichten. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen, ne? Passt sehr gut zu meinem Hautton. Finde ich ein sehr, sehr schönes Produkt. Ist auch mein erstes Charlotte Tilbury Produkt. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut, ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Dann würde ich gerne weitermachen mit den Augen und da fangen wir als allererstes an mit Augenbrauen. Ihr seht, ich habe noch nicht viel und ja, ich bin gerade dabei, mir gerade zu überlegen, ob ich mir nicht meine Augenbrauen wieder per Permanent Make-up tätowieren lasse. Das hatte ich vor ein paar Jahren gemacht. Ihr seht ja, ich habe nicht sehr viele Augenbrauen und es hat bei mir leider nicht so gut gehalten, obwohl ich bei einer sehr, sehr guten, ja, quasi Kosmetikerin war und ja, sie kann sie gar nichts für, ist meine Haut einfach, die es abgestoßen hat. Aber ich bin echt wieder kurz davor. Man sieht noch leicht die Schatten, die ich so habe, aber es nervt einfach, immer so viel auffüllen zu müssen. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das machen lasse. Ich habe ja in ein paar Tagen Geburtstag und überlege, ob ich mich beschenken lasse mit Gutscheinen bei ihr, die das bei der lieben Alena, die das hier bei mir in der Nähe macht, oder ob ich es sein lasse. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil diese Malerei ist echt schon nervig, muss ich so sagen. Auf jeden Fall werden wir jetzt dieses Produkt ausprobieren. Ich verspreche mir nicht sehr viel davon, weil das halt echt nicht so ein intensiver Farbton ist. Das ist von Maybelline Tattoo Brow Lipstick in der Farbe. Welche Farbe haben wir denn da? Ist die Farbe, ich glaube, Medium Brown, wenn ich mich nicht irre. Ja, Medium Brown ist in der Farbe 03. Und zwar, meine Lieben, habt ihr auf der einen Seite so ein Bürstchen und auf der anderen Seite habt ihr wie so ein Stift. Ich habe den einmal so ein bisschen geswatcht. Ihr seht, die Farbe ist ja relativ hell. Wir werden das Ganze jetzt mal ausprobieren. Und zwar soll das so funktionieren, dass man mit der einen Seite als allererstes die Augenbrauen hochkämmt. Das ist halt eigentlich mehr so als Lifting-Effekt gedacht. Wenn ihr mehr Augenbrauen habt wie ich, ja, ihr seht hier, ne, die Schattierung von meinem alten Permanent Make-up. Auf jeden Fall, wenn ihr viele Augenbrauen habt, dann kann das sehr gut für euch funktionieren, weil das Kämmchen, seht ihr, gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und das andere Produkt, das ist ziemlich wachsig, habe ich im Swatch bemerkt. Das heißt, damit geht ihr dann über eure Härchen und fixiert die quasi dann damit. Ja, ihr seht, bei mir hat es überhaupt keinen Farbeffekt. Null.
Wenn man so wenig Augenbrauen hat wie ich, dann funktioniert das leider gar nicht. Schade. Ich werde es versuchen weiter zu benutzen oder ich gebe es weiter, ich weiß es noch nicht. Aber es hat halt bei mir 0,0 Effekt und die Farbabgabe ist wirklich so gut wie gar nicht gegeben. Ihr seht ihr das. Es ist halt Medium Brown, also eigentlich ist das eine schöne Farbe, aber das funktioniert bei meinen Augenbrauen leider gar nicht. Dafür habe ich viel zu wenig Härchen. Und dann kann man halt das Wachs nochmal so hochkämmen, ne? Seht ihr? Dann kann man das so fixieren und so ein bisschen hochkämmen oder sich so zurechtkämmen, wie man die möchte. Wenn man viele Augenbrauen hat, dann funktioniert das bestimmt. Deswegen lassen wir das. Ich werde mir sie ganz normal jetzt einmal malen. Und dann machen wir weiter mit dem Augen-Make-up. So sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Hat auf jeden Fall als Grundlage aber super funktioniert. Also ich habe den jetzt so schlecht gemacht, aber wenn ihr darüber dann mit einem Augenbrauenpuder geht, sieht das super aus. Also muss ich echt sagen, wenn ihr wirklich mehr Augenbrauen habt, dann wird es auch so pur bei euch funktionieren. Ansonsten so als Grundlage, um darüber dann Augenbrauen zu malen, ist es auf jeden Fall trotzdem ein guter Stift. Ne? Ich will jetzt hier den nicht komplett abreißen. Ich würde dann jetzt gerne weitermachen und mit den Augen, das ist glaube ich das, was gerade heute alle sehen möchten, denn es geht um die Colorblock Paletten, die ich von Huda Beauty bestellt habe auf Douglas. Ja, ich habe mich dazu entschieden, heute die Orange zu schminken. Die blaugrüne passt nicht so gut. Ich möchte jetzt nicht zwei Augen schminken, deswegen wollte ich jetzt gerne mit euch die ausprobieren. Ich glaube, das war auch die die meisten gut gefallen hat. Ich finde die Kombination einfach wunderschön. Die Palette sieht so hübsch aus. Das ist dann einmal das Schmuckstück und wir werden da einen kleinen Holo-Eye-Effekt schminken. Ich möchte gerne die Lila-Töne nutzen und den Orangeton in die Mitte tun, auch wenn wir da jetzt nur diesen hier in der Mitte haben. Den K-Kleiner, ich weiß es noch nicht. Wir werden mal schauen, wie das Ganze sich heute verhält. Und auch nachher werden wir noch wunderschöne Wimpern kleben von dem lieben René von Sunny Cosmetics, wie ihr wisst. Sunny ja, ist ja seine Marke und da hat er ja richtig tolle neue Wimpern rausgebracht. Die werden wir natürlich heute auch noch ausprobieren. Ich werde jetzt starten mit dieser wunderschönen Palette. Wie ihr seht, war ich noch nicht wirklich in der Palette drin. Ich habe noch nicht viel mit ihr gemacht und bin sehr froh, dass wir sie heute gemeinsam ausprobieren können. Ich werde jetzt als allererstes in die Vollen gehen und direkt mit einem Lila-Ton beginnen. Ich hoffe, das wird ein schöner Make-up-Look. Ja, werde da mit einem Blenderpinsel reingehen. Und zwar gehe ich als allererstes in diesen richtig, ja, ich würde mal sagen, dunklen Ton. Das ist einmal dieser hier. Den werde ich mir dann in den hinteren Bereich des Auges geben. Ihr seht das ja, was ich mal so mache. Und werde jetzt mal gucken. Also auf dem, oh, ist auf jeden Fall sehr krümelig. Sieht da ein bisschen heller aus als in dem Pen selber. Ich hoffe, dass das gut funktionieren wird. Ich habe ein bisschen Primer aufgegeben, aber nur ganz wenig. Und werde den dann hier quasi mir einarbeiten. Ich mag diese kleinen Formate von ihr super gerne. Und ich finde, dass das wirklich auch ja, schön handlich ist. Und ich finde, dass ihre Lidschatten wirklich eine gute Performance bieten. Das ist jetzt ein komplett matter Ton. Diese Palette hat drei Schimmertöne und der Rest ist matt. Und einmal dieser Cake Liner, den ihr halt mit einem feuchten Pinsel quasi benutzen könnt, um quasi einen Eyeliner damit zu ziehen. Das muss jetzt gar nicht akkurat sein, wie ihr seht, sondern wir werden ja gleich noch einen Ton in die Mitte tun. Deswegen ja, werde ich das einfach nur zum Einrahmen nehmen. Aber die Farbe ist auf jeden Fall sehr hübsch. Gefällt mir schon mal gut. Wenn ihr auf Lila steht, wird euch die Farbe auf jeden Fall gut gefallen. Gehen noch mal ein klein wenig hier hinten rein und auch noch mal ein klein wenig nach vorne. Genau. Ja, auf jeden Fall ein bisschen softer als in der Palette selber. Kann man natürlich noch ein bisschen intensiver machen. Der hat ordentlich Fallout der Farbton. Das heißt, wenn ihr den auftragt oder abnimmt, dass der euch ein bisschen krümelig ist. Aber das ist, finde ich, total in Ordnung. Deswegen, ja, da ärgere ich mich nicht drüber. Und jetzt möchte ich direkt mit einem ja, flacheren Pinsel den wunderschönen Orangeton in die Mitte aufgeben. Ich möchte den geben, aber ich glaube, wir werden vorher doch nochmal auch den matten Orangeton aufgeben. Muss mal schauen, wie wir das heute so machen. Wenn man mit so krassen Farben arbeitet, ist das so eine Sache. Man könnte jetzt auch noch einen Concealer drunter aufgeben, um das Ganze noch intensiver zu gestalten. Aber das lasse ich jetzt einfach, weil ich denke, dass die Farben auch so gut performen werden. Und ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Oh ja, das gefällt mir gut. Wunderschöner Farbton, könnte man natürlich auch pur aufs Auge geben, aber ich möchte den jetzt natürlich noch ein bisschen toppen. Da gehe ich dann in diesen mittleren Ton, das ist einmal der hier, und gebe mir den dann quasi dann da drüber, das Ganze noch ein bisschen ja, zu verschönern.
auf jeden Fall auch wunderschön. Mir gefällt das auf jeden Fall schon mal super, super gut. Ich möchte gern noch ein bisschen von diesem hellen Fliederton nehmen und den möchte ich mir zum Ausschottieren noch so ein bisschen in Lidfalte reingeben, bevor wir dann gleich mit dem quasi Liner weitermachen. Ich glaube, das werden wir heute einfach mal machen, dass wir den auch auftragen und in die Vollen gehen. Die Farbe nehme ich jetzt ein bisschen zum Ausschattieren. Ja, ist das nicht wunderschön? Das gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gemacht. Die Palette ist echt ein Träumchen. Gefällt mir richtig gut. Bevor wir gleich mit dem Liner weitermachen, möchte ich gerne ein bisschen den Inner Corner geben. Und da nehmen wir jetzt einfach, weil wir gerade jetzt in den Farben unterwegs sind, dieses hellere Orange wollte ich jetzt mal nehmen. Und das werde ich dann in den Inner Corner setzen und noch ein bisschen als Topper dann das Glitzer nehmen, was wir auf die Augenmitte aufgegeben haben. Und das Orange nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Der Ton ist ein bisschen schwacher, aber ist auch heller als die anderen Töne. Lässt sich aber auch gut auftragen, wie ihr seht. Und dann gehe ich nochmal in den Ton, den ich auf dem Auge habe und gebe mir den dann in den Inner Corner, um das Ganze noch ein bisschen aufzugreifen. Gefällt mir richtig, richtig gut, meine Lieben. Dann würde ich gerne weitermachen mit diesem Cake Liner und wir werden jetzt einfach mal probieren, ob wir das nicht so hinbekommen. Ich gucke mal eben, ob ich den nicht so ein bisschen feucht machen kann. Und versuche das Ganze. Ich bin jetzt kein Liner-Expert, das muss ich direkt dazu sagen. Da gibt es Mädels, die das besser können als ich. Auch wenn ich schon viele Leute geschminkt habe und schon vieles ausprobiert habe, aber so ein Liner ziehen, oh, das hat sich jetzt der Spray hier verabschiedet von mir. Ja, da sprühen wir mal ein bisschen den Pinsel ein. Dann probieren wir das mit dem Liner mal. Ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse okay sind, meine Lieben. Draußen geht gerade gefühlt die Welt unter. Und deswegen ist natürlich jetzt die Belichtung ein bisschen flöten gegangen. Genau, ich gehe dann einfach mit dem feuchten Pinsel in den Farbton, wo Cake Liner steht und werde mir dann hier damit versuche eine Linie zu ziehen, so gut wie es geht. Ich habe das mit dem Liner jetzt mal versucht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ich hätte den gerne ein bisschen dunkler gehabt, so ein bisschen wie der Ton, den ich quasi zum Schattieren genommen habe. Und deshalb habe ich mir gedacht, werden wir den jetzt noch so ein bisschen toppen. Ich habe den auch im unteren Wimpernkranz aufgetragen und gehe jetzt nochmal in diesen relativ glitterigen Ton und habe mir gedacht, das werden wir jetzt einfach mal versuchen, über den Liner zu setzen, einfach um noch eine Farbe mehr auch auftragen zu können. Gib mir das so einfach ein bisschen über den Liner. Das ist eine Farbe, die hat so ein bisschen Orange auch mit drin. Ne? Wird man wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut sehen auf dem Liner, aber dachte mir vielleicht nochmal so ein bisschen als kleinen Effekt, wenn das was bringt, weiß ich nicht, aber so ein bisschen sieht man es schon. Auf jeden Fall hat er auch ein bisschen Fallout, da müsst ihr drauf achten. An sich ganz schön, deswegen habe ich mir gedacht, werden wir jetzt Folgendes machen. Das werde ich jetzt einfach so lassen, das gefällt mir sehr gut, das Augen-Make-up. Ich werde den Ton, die gleichen Töne jetzt auf dem anderen Auge einmal auftragen. Und was ich direkt auch machen werde, sind die wunderschönen Lashes von dem lieben René auftragen. Das sind einmal die in der Richtung Baddie. Die sind ein bisschen dezenter, als ich die sonst immer so trage. Aber gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. Die werde ich dann auch einmal auftragen. Und dann machen wir weiter mit den Lippen. Ich bin zurück mit dem fertigen Augen-Make-up. Und ja, die Farben gefallen mir richtig, richtig gut. Eine wunderschöne kleine Palette. Ja, von Huda Beauty. Das ist einmal die Orange Purple Color Black Palette. Color Block Obsessions Palette, auf jeden Fall wunderschön, hat super performt. Manche Farben sind matt, manche Farben sind schimmernd. Ihr seht, dass hier sind insgesamt 3 Schimmertöne dabei, der Rest sind matte Farben. Könnt ihr schön miteinander kombinieren, aber ihr könnt natürlich auch so Looks, die aufeinander abgestimmt sind, also orange Looks oder nur lila Looks schminken. Ich fand jetzt die Kombi irgendwie richtig cool. Deswegen wollte ich damit sehr gerne einen Look schminken für euch. Und die Wimpern, die ich trage, sind auch wunderschön von dem lieben René. Das sind die Baddie Wimpern von ihm, diese recht neuen, wunderschöne Verpackung und aufgetragen habe ich die mit einem Wimpernkleber und ihr bekommt auch bei ihm auf der Seite diese kleinen Klemmerchen zum Auftragen, wenn ihr das zur Hilfe braucht. Das bekommt ihr auch alles bei ihm. Aktuell ist es kein affiliierter Link oder so, packe ich euch natürlich unten noch seine Seite mit rein, da könnt ihr gerne mal bei ihm schauen. Ich habe aktuell nämlich einen Rabattcode für euch, an dem verdiene ich nichts, damit könnt ihr ihn da sehr gerne mit unterstützen. Mit Mary20 bekommt ihr nämlich gerade aktuell auf seiner Seite auf alle Produkte 20%, meine Lieben. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit den Lippen. Da haben wir nämlich auch noch ein paar neue Produkte, die wir heute gerne austesten möchten zusammen. Entschuldigung, ihr seht, mein Hals ist noch nicht so da, wie er sein sollte.
Auf jeden Fall habe ich mir da rausgesucht, da wir sehr krassen Augen-Make-up haben, sehr krass Augen-Make-up haben, dachte ich mir, nehmen wir von den neuen Huda Beauty, genau, diesen Matte Liquid Lipsticks, die Farbe Strip. Das ist ein richtig schöner, ja, Nude-Ton, meine Lieben. Und den möchte ich auch gleich noch ein bisschen toppen. So sieht der Farbton einmal aus. Ja, auf jeden Fall ein schöner Nude-Ton, den ich jetzt auftragen werde, weil ich werde den gleich trotzdem, auch wenn es ein matter Lipstick ist, mit einem Gloss ein bisschen toppen. Trage mir den jetzt einmal auf. Ich habe den jetzt aufgetragen und ich habe ja bei, habe ich euch ja im letzten Beauty Haul schon gesagt, sehr über die geschimpft, weil die so, ja, der eine von denen ist ein bisschen ausgelaufen, der läuft doch immer noch aus. Ich weiß jetzt nicht, was an dem so blöd ist, aber ich muss ein großes Lob aussprechen. Die Farbpigmentierung ist super. Was ich am besten finde, ist das Tragegefühl und wie schnell der antrocknet. Ich habe keinen matten Lipstick, der so schnell antrocknet. Der ist jetzt schon trocken, obwohl ich den gerade erst aufgetragen habe. Eine wunderschöne Farbe ist, wie gesagt, die Farbe, ja, Stripped. Gefällt mir richtig, richtig gut. Passt auch ganz gut, finde ich, jetzt zum Augen-Make-up. Aber ich möchte heute nicht komplett matt lassen, sondern ich möchte unbedingt einen der neuen Lifter-Glosse, die ich ja auch in der Box mit drin hatte von Maybelline, benutzen. Und zwar habe ich mich da entschieden, weil ich jetzt nicht alle für euch anbrechen möchte, sondern einer von denen mit an die Verlosung für euch gehen. Den Lifter-Gloss in der Farbe Sun 20. Das ist ein wunderschöner, ich würde sagen, ja, durchsichtiger Gloss. Ich gucke mal, ob ich das einfangen kann. Der hat so ganz leicht Goldpartikelchen mit drin. Wunder, wunderschön. Die Farbe Sun passt mal perfekt zu dem. Und den werden wir jetzt quasi als Topper über den matten Lipstick geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich liebe die Lifter Gloss. Ich finde den Applikator toll. Und ich mag auch, wie die riechen. Und der riecht ein bisschen wie Kokos. Richtig cool. Auch wenn ich den Applikator jetzt ein bisschen versaut habe. Die Farbe ist mega, mega schön. Könnt ihr als Topper nehmen, könnt ihr natürlich auch als, ja, quasi Solo-Lipgloss auftragen. Die Liftergloss von Maybelline sind wirklich mega, gefällt mir richtig, richtig gut. Schönes Tragegefühl und ja, die riechen ganz, ganz toll. Ja, das ist dann der fertige Look mit den ganzen neuen Produkten, die ihr einziehen durft, meine Lieben. Schreibt mir mal gerne in die Infobox, Infobox unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch ein paar der neuen Produkte, die ich heute gezeigt habe, ja, bei euch in Benutzung habt, sei es die Catrice-Produkte oder aber auch die Kiko-Produkte oder vielleicht auch einen der Lifter-Glosse. Das würde mich natürlich mal interessieren. Schreibt mir das gerne unten rein und natürlich auch, wie ihr den gesamten Look so findet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Darüber freue ich mich immer und natürlich auch gerne eure Kommentare hinterlassen könnt. Das ist auch immer super lieb von euch. Das lese ich nämlich immer alles sehr gerne durch, meine Lieben. Ansonsten, ja, hat sich ein bisschen was an Videomaterial bei mir angestaut, weil ich jetzt die letzten Tagen krank war und nicht drehen konnte. Deshalb macht euch auf jeden Fall auf die nächsten Tage gut auf jeden Fall gefasst. Es wird ja sehr fashionlastig werden, meine Lieben. Ich habe einige neue Produkte, einige neue Fashion-Outfits, die eingezogen sind mit guten Rabattaktionen. Schaut auf jeden Fall gerne in den nächsten Videos mit rein. Ansonsten fühlt euch ganz feste gedrückt. Vielen lieben Dank nochmal für alle Genesungswünsche auf Instagram und ich freue mich, wenn wir uns gesund und munter im nächsten Video sehen. Wiedersehen. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut.